So Leute, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Runde Horizon Zero Dawn. Was haben wir denn gemacht? Weiß ich gar nicht mehr. Warte mal. Quetzt. Wir machen mal quetzt. Kehre zu Sona zurück. Ach so. Naja, na dann. Schön auf unser neues Host hier, unseren neuen Freund. Ah, scheiße. Nein, den falschen erwischt. Ein bisschen komisch. Schau mal, den da unten machen wir auch noch. Nein, zu früh. Oh. Schnell aus dem Weg. Geh mal. Immer hopster, rufter und das war's. Farpoint Update. Aha. Sehr interessant. So. Na dann, nehmen wir mal zur Zone. Sagt. Hallo. Oh. Die Nora werden die Verbreitung der Verderbnis bekämpfen. Bis gleich. Wo ist er denn? Da oben. Wir hätten wissen müssen, dass Hä? Wo ist er denn? Oh, ich hol mir noch Frostbeulen. Hä? Wo war er laufen? Sie sind verrückt geworden. Ich sehe sie nicht. Ach, da oben. Nee. Doch. Ach, ganz oben. Ach, da oben. Junge. Hier müssen wir hoch. Leg mal hier einmal frei. Hier noch hoch und hopp und spring und hüpf. Da sind wir. Oh, erstmal hier einsacken. Was hast du denn hier Schönes? Ich hab deine Lanzenhornlinse. Ich mache mir daraus selbst eine Waffe. Ja, viel Spaß. Kein Krieger sollte dieses Handwerk vergessen. Und du hast die Signalpfeile zu Ohren gebracht? Na, Sigi. Ja, ich hoffe aber, dass er sie nie benutzen muss. Hoffe ich auch. Ein schlechter Kriegsherr, den es nach Krieg gelüstet. Wo
Vorerst möchte ich nur, dass unsere Krieger bereit sind. Vielen Dank für deine Hilfe. Bitte, bitte. Ich will hier Eiswürfel. Falls Urmutter uns noch eine Prüfung auferlegt, werden wir sie antreten. Nein! Oh, gehabt. Oh. Aber nicht gestorben. So, jetzt müssen wir hier mal die Dinger kaputt machen. Die hier. Speichern wir nochmal ab. So. Achso, ich wollte ja mal gucken, halt die Sachen überhaupt an, die ich letztens gekauft habe. Beziehungsweise die Waffe. Ne, siehst du? Oder? Ne, das ist ja neu hier. 15. Das ist ja genauso. Verarschen, sieht genauso aus. Weil ich neuen selben nochmal gekauft. Scheuert. Naja, egal. Was macht sie denn da? Weiten. Ja, dann Sigi. Abgeschissen. Komm nochmal her hier. Du bist ein Mensch. Und mit dir die Verderbnis. Das Metall förmlich aufzufressen. Vielleicht treibt das die Maschinen in den Wahnsinn. Vielleicht kann ich das eines Tages nutzen. So. Ab zur nächsten Station. So, kann ich hier mal den wieder wegnehmen? Brauchen wir ja nicht. Wow. Ah, Steine sind voll. Was ist denn hier mit meinem Handy los? Düdelün. So. Alles leer hier, jeden sowas. So. Man doch auch diese Dinger überbrücken können. Irgendwie ja. Hm.
Manik wollte den. Der greift ihn doch jetzt bestimmt an. Scheiße. Wollte ich da ja nicht. Ein Schlag, ja. Crazy. Nun ja. Ist jetzt halt so. Ich kann es noch schaffen. Kriegst du auf den Sack jetzt. Haha. Teamwork. Gemeinsam sind wir stark. Aber wir sollten jetzt wirklich mal weiterziehen. So, hier ist noch jemand auf. So. Jetzt geht's aber weiter. Da drüben wird ja auch nochmal gekämpft. Diese Maschinen passen gut auf. Grüne Neune. Sehr gut. Zielen und. Aua. Oh, unser ist kaputt. Ja, wir auch. So eine Scheiße. Warum war denn unser schöner. Oh, traurig. Völlig umsonst gekämpft jetzt hier, die ganze Scheiße. Was soll denn das? So ein Mist. Freundchen da. Freundblase. Haben wir? Wächter! Oh. Ach da. Wir werden angegriffen. Mann, hüpft doch nicht weg. Hab ich. Kannst deine Waffe einpacken. Oh, den noch. Wo ist er denn jetzt hin hier, unser? Da. Komm her hier.
Auf ins verseuchte Gebiet. Oh, hier ist ja richtig Fülle los. Ach du Scheiße. Aua. Ah, das ist ja noch einer, Mann. Aua. Junge, wir haben kaum noch Energie. Ah, da hinten können wir abspeichern. Sehr schön. Aber unser Freund ist nicht mehr da. Wollen wir uns einen neuen suchen. Alles voll hier, die Viecher. Müssen erstmal hier sammeln. Das wird mir unterwegs sicher weit. Und herstellen. Tränke. Und das war's schon? Scheiße. Da helfen. Müssen mehr jagen gehen. Wo ist er denn? Da ist er nicht. Was ist da für eine Höhle? Ist doch eine Höhle, oder? Etwas Vorrat. Oh. Aua, schnell weg. Hilfe. Das wäre schön, der Strom. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Mann, ich wollte schießen. In den Baum. Oh Mann, ey. Ja.
Haben wir alle? Ne, da ist noch einer. Oh, Glück gehabt. Alle kaputt gemacht. Das war wirklich Glück. Hat immer schon vor Augen gehabt, wie wir sterben. So. Mal gucken, ob wir hier einen herstellen können noch. Nee, leider nicht. Wir müssen mehr sammeln. Oh, hier ist wieder ein Gefäß. Kein Platz. Wie jetzt? Wo waren das mit denen? Hier. Nein, Fleisch brauchen wir. Oh. Höhle. Falsche Taste. Fleisch. Gibt's hier nicht? Warum nicht? Mann. Warum gibt's denn hier keine Tiere? Dann müssen wir da was wegwerfen. So. Jetzt haben wir wieder welche Aufführung. Ha! 43% plus Feuer. Nicht schlecht. Wo war denn das? Herstellen. Ach, guck mal, kann ich auf der im Jahr nicht ausrüsten, weil das nur grün ist. Gut. So. Ist hier noch irgendwas Schönes? Nö. Hm. Dann geht's weiter. Aua. Ist ein Arm aufgerissen. Das brauche ich später noch. Ja. Kleine Ratte. Finziges Fleischstück. Hm? Ja. Ah, guck mal hier. Mal wollte ich gar nicht. Den schnappen wir uns.
Zeig dir so, wie es ist. Was ist denn da hinten? Die Szene ist weggehoppelt. Hat alles richtig gemacht. So. Vorsicht da unten. Ich komme. Jede Menge Stöcke. Oh, da ist schon wieder so ein Riesenvieh. Das brauche ich vielleicht noch. Oh oh. Ach, wir sollen jetzt hier ohne rüber oder was? Ach nö. Läuft der nur lang? Glück gehabt. Nehmen wir. So, sind wir leider. Das verlorene Dorf, von dem Maria gesprochen hat, es liegt in Trümmern. Warum? Über alles verseucht hier. Guck mal, überall. Jetzt ist hier alles verseucht, aber in der keine verseuchten Viecher. Da kommen sie, verdorbene Wächter. Wo? Ach da. Auf! Ach so, ihr Mist. Erstmal weg schnell. Nein! Ah, leck mich! Ich habe ja nicht gespeichert, wa? Ich glaube nicht, Leute. Größte Kacke. Ever. Ever. Ich glaube, wir haben nicht gespeichert.
Nee, nee, nee. Nee. Naja. Naja. Ach, gib mir, kämpfen jetzt noch die anderen mit. Weg, 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 weg. Hammer. Ah, da sind noch mehr. Nein! Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ah, Leute, Leute. Inventar, jetzt müssen wir hier wieder wegschmeißen. Mensch. Hier. Und jetzt wird erstmal gespeichert da unten. Warum ich das nicht eben auch gemacht habe. Man weiß es nicht. Jugendlicher Leichtsinn. Überheblichkeit. Wie auch immer. Wir was bauen schnell. So, hier. So. Das hält sich. Was ist denn am Wasser? Ja, schnell saven hier. Hier oben waren ja noch die. Na. Alt voll hier, ey. Ah.
können wir hier oben, können wir auch rüber gehen. Ist ja besser. Das verlorene Dorf, von dem Maria gesprochen hat, das liegt in Trümmern. Schön Fülle, ey. Da kommen sie, verdorbene Wächter. Mann! Waren doch nicht alle gewesen, oder? Ne. Wie können wir da drüben an so eine Büffel? Na, put, 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 put. Ach, der grüne Leine. Na gut. Ich habe getan, was ich konnte, um die Verderbnis im Tal zu vernichten. Mal sehen, ob mich das Kaja-Fort jetzt über die Berge ziehen lässt. Klar. Stufe 16 sind wir jetzt schon. So, ich komme mir mal hier hinten noch so ein Vieh. Erstmal abspeichern. Ja, haben wir gelernt, ganz wichtig. Oh Gott, sind sie Fülle da. So viel zum Thema Sicherheit. Hä? Wie bitte? Was? Wie? Komm her hier. Put, 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 put. Abgefallen. So. Und rüber. Wie jetzt? Wie jetzt? Oh ne, ist hier drüben noch eine Brücke? Oh, sie haben uns gesehen. Na und? Händler. Denn hier. Kommen wir nicht rüber, wa? Nee. Oh, ey, Mist. Welch weiter unten? Nur mal runter gehen.
wirklich faszinierend, wenn sie nicht gerade nach mir suchen würden. Nee. Was ist denn das jetzt? Kick mal. Eben wollte er nicht rüber, hier geht er rüber. Naja. Ist er ja, wir sind drüben. Aber Bäder, Mensch, richtig gut. Na? Wo ist er? Zu steil hier oder was? Banditenlager, Zweizahn. Der Schnee kommt sogar noch schneller als der Frost. Halt. Kann ja nicht schaden. Würdet aufsammeln. Ja. Das kann ich bestimmt bald gebrauchen. Mitgenommen hier. Was sind die hier? Crazy. Kampfgeräusche. Wurde das Kaja vor angegriffen? Ach du Scheiße. Ein Verderber. Ach du Scheiße. Die Maschinen sind gefährlich. Ach Quatsch. Hör doch mal auf. Aua. Jetzt hör doch mal auf zu heulen. Einfach nur hau rauf da. Hammer. Energie wäre mal gut, so. Mach. Die Sonne hatte wohl kaum was damit zu tun. Was haben die denn für einen Schaden? Die Sonne. Die Sonne hat geleuchtet. Ja. Inventar.
Mädchen! Komm her! Naja, ich kann leider. Das wird zu schwer. Ja. Kann ich denn jetzt schon höher machen? Ja. Mädchen, komm näher! Ich komm noch gleich. Die haben es nicht geschafft, ja leider. So, öffnet ihr jetzt das Tor für mich? Dann mal los, öffnet das Tor und informiert Hauptmann Balan. Wo willst du hin, Mädchen? Nach Westen, nach Meridian. Öffnet das Tor. Der Weg der zerbrochenen Felsen ist mühsam, selbst zu den besten Zeiten. Sprich am besten mit Hauptmann Balan. Er kam aus Meridian vor kurzem erst. Er ist in der Festung, auf einem Balkon zur Linken in Richtung des Tals. Okay, danke. Wir sollten eigentlich dir danken, für das Erledigen dieser Maschinen. Geh im Licht, Nora. Marek. Oh, ist er weit weg. Gibt's da ja nicht. Ein Riesengebiet hier. Osseram sind doch nichts Besseres als Nora. Sie leben einen Haufen von Schrott, den die Alten zurückgelassen haben. Ah, ne, da ist er. Das wird ein. Was ist denn hier? Die Quest? Die Stadt der Sonne Eloy reist nach Meridian. Meridian, sie ist auf der Suche nach Olin. Dem Oseran Wühler, den sie abend vor der Erprobung traf. Ach so. Hauptmann Balan, die Wache am Tor sagt, du warst vor kurzem in Meridian. Was erwartet mich auf der Reise? Nichts Gutes. Immer mehr Maschinen. Und unsere Späher berichten von Verderbnis. So viel zur Eindämmung. Bleib auf den Straßen, die sind sicher. Doch am Tor hast du gezeigt, dass du keine Angst hast. Eine gute Eigenschaft. Ich könnte sie brauchen, wenn du nochmal in den Osten gehst. Es ist dreist von mir, dich um einen weiteren Gefallen zu bitten. Doch ich biete dir Antworten dafür, wenn du was über das Sonnenreich wissen willst. Was soll ich tun, Hauptmann? Ich schickte Trupps nach Osten, als wir von verdorbenen Maschinen hörten. Sie bestätigten meine Befürchtungen. Ich verschloss die Tore. Aber anscheinend sind noch ein paar meiner Männer da draußen. Walid, berichte ihr. Maschinen griffen bei einem verlassenen Noradorf an, Sir. Lag hier befahl den Rückzug. Und ich verlor die anderen. Hast du noch nie eine Nora gesehen, Soldat? Zeug etwas Respekt. Berichte ihr, nicht mir. Ja, Latir sagt, man muss immer Meldung machen, und das wollte ich. Es war schrecklich für mich, sie zurückzulassen. Jetzt, wo die Tore wieder offen sind, kann sie jemand suchen gehen. Kannst du keine Soldaten zur Suche ausschicken? Was ist mit Walid hier? Die meisten Nora wollen keine Kaja-Soldaten sehen. Es gilt als Risiko, Truppen zu eurem heiligen Land zu schicken. Ich würde das gerne vermeiden. Aber du kannst ohne Probleme dahin. Bitte sag ja. Was war das, Soldat? Gar nichts, Sir. Ist ein Osseram namens Olin hier gewesen? Zweimal. Als Teil der königlichen Delegation zu den Nora. Sie kamen auf dem Hin- und Rückweg hier durch. Sie berichteten von einem schweren Angriff auf dein Volk. Mein Beileid natürlich. Weißt du, wo Olin jetzt sein könnte? Nicht genau. Aber er war auf dem Weg nach Meridian, da bin ich sicher. Alle gehen nach Meridian. Na, dann müssen wir auch dahin gehen. Kannst du mir noch irgendetwas über den Weg nach Meridian sagen? Sonnenkönig Avad hat sehr viel dafür getan, um ihn sicherer zu machen. Aber die Sonne weiß, er ist im Frieden schwieriger zu kontrollieren als in Kriegszeiten. Die Maschinen werden immer gefährlicher. Dann noch dazu Banditen und diese neue Verderbnis. Wir können gerade eben die Außenposten schützen. Und ansonsten gilt, tja,
abreißen auf eigene Gefahr. Ach, du grüne Neune. Was ist das hier genau? Der Tagturm markiert die Ostgrenze des Kaja-Gebiets. Eine Handels- und Durchgangsstation, die einen sehr schlechten Ruf bei deinem Volk hat. In der Zeit des letzten Sonnenkönigs wurden viele Nora entführt, hier für den Transport nach Meridian versammelt und geopfert. Doch das ist lang vorbei. Ich soll für Sonnenkönig Awad sicherstellen, dass hier alle Kaja den Nora mit Respekt begegnen. Und wie stehen die Dinge jetzt zwischen euch und den Nora? Sonnenkönig Awad will Frieden. Die Stammmütter auch, hörte ich. Doch alte Wunden heilen schlecht. Beide Stämme sind stolz. Ich sorge dafür, dass es zu keinen weiteren Provokationen kommt. Besonders jetzt nach... Tja. Während dein Volk sich vom schrecklichen Angriff erholt, meine ich. Wie ist es in Meridian? Es hat sich verändert. Die Stadt lebt. Nichts ist mehr so wie unter Sonnenkönig Jiran. Awad, der neue König, hat dafür getan, was er konnte. Sklaverei wurde abgeschafft. Es gibt ein neues Bündnis mit den Oseram. Und der Sonnenring, wo so viele Fremde starben, ist jetzt ein Denkmal für die Opfer. Junge. Die Kaja sind mit den Oseram verbündet? Kaum zu glauben, aber wahr. Sonnenkönig Jiran brachte viel Leid über sie. Awad konnte sie auf seine Seite ziehen. Er hatte Hilfe, ja klar. Elsa und Erend halfen ihm. Oseram-Geschwister, legendär. Sie befreiten Meridian. Ich war dabei, sicherte mit meinen Männern am Nordfels den Tempel der Sonne, vertrieb Jirans Falken und Priester. Jetzt sieht man Oseram häufig in der Stadt. Und hört sie auch. Sie streiten wirklich viel. Du scheinst den neuen Sonnenkönig zu begrüßen. Er ist der Auserwählte der Sonne. Und was das Sonnenreich nach 10 Jahren Krieg braucht. Ein ruhiges Licht, kein loderndes. Bei König Jiran floss bei jeder Kränkung Blut. Bei König Awad nur im Notfall. Gut für die, die ihn kränken. Manche halten ihn daher für schwach. Nein, Frieden ist stärker, wie die Sonne zeigt. Einmal frei. Ich werde versuchen, deine Männer zu finden. Ich wäre dankbar, aber nicht so dankbar wie Walid. Hörst du, Trottel? Du bist vom Haken. Das ist ja nett. Gibt's hier auch einen Händler? Ich will mal beim Händler nochmal. Guck mal da. Lass mal hier in die Kistchen gucken. Können wir mal kicken, was kriegen wir denn hier für das Zeug eigentlich? 10, 20. Ach hier, die Waffe können wir wieder verkaufen. Haben wir ja doppelt. Schattenjägerbogen. Guck mal, der ist besser. Kann man uns ja leisten. Aber eigentlich wollte ich ja hier Klamotte haben. Reicht nicht. Gaja Feuerwaffen. Nee, reicht noch nicht. Na, weiter. Aber warte mal. Alter, haben wir ja kein Geld mehr. Alles ausgeben. Dödel. Einfach gedrückt halten, alles weg. Naja. Was brauche ich später noch? Haben wir jetzt halt. Munition. Nee. Du wolltest denn jetzt gut irgendwas gucken. Achso, hier.
Dann gehen wir mal hier ans Feuerchen. Weit hier oben. Nee. Ich musste heute die Schicht meines Bruders übernehmen. Der macht sicher dieser Adeligen den Hof. So sicher wie die Sonne aufgeht. Als Kind hätte ich mir das niemals träumen lassen. Das ist anscheinend. So, speichern wir ab. Jawohl, überschreiben. Und dann sollte es auch schon gewesen sein. Für jetzt. Ja. Vielen Dank fürs Zusehen. Wenn es dir gefallen hat, Daumen nach oben da lassen. Oder ein Abo. Ja. Leute, ich wünsche euch was. Macht's gut. Tschüss, ciao. Auf Wiedersehen.